Ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde, aber ich trainiere eigentlich immer Flanken, auch im Training. Meistens kommen sie gut an, im Spiel ab und zu auch, aber heute ging er mal direkt rein. Ich denke, wenn es so immer sein würde, das wäre auch gut, aber nee, klar, ich wollte reinflanken. Ich glaube, ich habe Lescano in der Mitte gesehen, wollte zu ihm flanken, dann sehe ich, dass der Ball immer wie länger wird und da geht er perfekt oben in den Winkel rein und ich konnte selber kaum fassen, als ich sah, dass die Leute jubeln und so, dann dachte ich, komm, ich jubel auch mal. Ich wusste gar nicht, wie ich jubeln soll. Ich bin nicht der Torschützenkönig sozusagen. Wann hast du dein letztes Tor geschossen? Oh, das war in meinem ersten Profijahr bei Young Boys Bern. Das war auch ein kurioses Tor sozusagen und jetzt kommt das auch erste Bundesliga-Tor auch so kurios sozusagen. Ja, klar, also ich denke, zweite Halbzeit sind wir nicht so gut aus der Kabine rausgekommen, hatten uns das sicherlich anders vorgestellt. Aber nach dem 1-1, wir sind dran geblieben, haben weiter nach vorne gespielt und da kommt das 2-2 von mir perfekten Zeitpunkt. Da hatten wir noch das Publikum im Rücken, das heute unglaublich war und ich denke, den Sieg haben heute alle verdient. Und ich denke, jetzt sind nur noch Finalspiele für uns. Wenn man da unten drin steht und den Abstand verkürzen will, dann muss man die Spiele einfach gewinnen und nicht darüber lang nachdenken. Klar, jetzt freue ich mich über das Tor und über den Sieg mit dem Team, aber Mittwoch geht es schon weiter nach Augsburg und dann kommt am Sonntag schon das nächste Spiel gegen Darmstadt. Jetzt sind alle direkte Konkurrenten und da werden wir sicherlich wieder auf 3 Punkte spielen, damit wir die Spiele gewinnen. Wir wollten eigentlich dort beginnen, wieder wo wir aufgehört haben, in der ersten Halbzeit, aber keine Ahnung, klar, der Gegner wechselt nochmal, kommt vielleicht noch ein Stürmer, ein bisschen Systemwechsel und da kommt der Druck, wir sind 1-0 vorne, da ziehst du dich manchmal automatisch ein bisschen zurück, da kommt der Druck, kommt so ein Standard und da kriegst du das 1-1 und das müssen wir besser, dass wir nach dem 1-0 weiter nach vorne spielen, das 2-0 suchen, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben.